Weil wir dann tatsächlich, denke ich, kämpfen müssen. Und mit 30 Leben und so wenig Munition, ich weiß nicht genau, ob und vor allem wie das funktionieren soll. Wie sich das die Entwickler an dieser Stelle gedacht haben. Das hat, glaube ich, schon fast zu lange gedauert. Ich warte einfach mal, bis die guten Polizisten... Das hätten wir, glaube ich, geschafft. Das hätten wir, glaube ich, geschafft. Oder wird das getriggert? Das wird getriggert. Natürlich wird das getriggert. Boah, heftig. Heftig, heftig. Das wird getriggert. Okay. Das heißt für uns natürlich, dass wir ein großes Problem haben, weil das einfach zu viele auf einmal sind. Für die Schrotflinte ist da natürlich zu wenig Munition. Und ja. Beziehungsweise wir haben ja immer nur zwei Schuss mit der Schrotflinte. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig mit, weil wir können ja dann, wenn zwei, ja, ich weiß jetzt, ich weiß nicht genau. Also ich kann es mir nur als sehr schwer vorstellen. Vor allem, jetzt hat er uns wieder getroffen. Ich nehme einfach mal die Schrotflinte und probiere, jetzt müssen wir auch noch. So. Okay. Ich werde einfach mal mein Glück probieren. Ui, ui, ui. Ich hoffe mal, uns springen die Bullen jetzt nicht ins Genick. Ah, okay. Hier können wir dann wieder hoch. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob uns die anderen Polizisten ins Genick springen. An der Stelle. Probieren kann man's, aber... Ja, wir sind jetzt ja in der vorteilhaften Position. Shit. So, ich probier's mal mit dem Colt. Direkt ducken. Ja, wir können ja... Haha. So. Oh. Ja, da haben wir ja eigentlich überhaupt keine Chance. Da haben wir überhaupt keine Chance. Da kommen wir überhaupt nicht durch. Das ist ja... Das ist ja ehrlich gesagt ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht... Das können wir gar nicht schaffen. Mit 30 Leben funktioniert das nicht. Ich muss nachdenken. Irgendwie muss das funktionieren. Upsala. So. So, drei Schuss haben wir für den gebraucht. Ich werde jetzt einfach mal schauen, dass wir diesmal den Weg hier nehmen, damit wir uns auf keinen Fall wehtun. So, und jetzt dürften die getriggert werden. Ja. Wurden sie auch wie erwartet? So, ich werde nochmal hier lang einfach laufen. Und werde das einfach nochmal probieren. Ich weiß jetzt natürlich wirklich nicht, ob die uns da gerade in den Rücken gefallen sind, weil theoretisch hätten uns die anderen gar nicht treffen dürfen. Ich guck einfach mal nach hinten, ob die uns folgen. Nee, die haben wir, glaube ich, abgehangen. Dann scheinen die aus irgendeinem Grund durch die Wand geschossen zu haben. So. Pam, den haben wir.
Ui. Die letzten 7 Patronen. Andersrum. Andersrum, jeden, den wir haben, ist kein Feind mehr. Ja, den haben wir auch. Jetzt haben wir hierfür keine Muni mehr. Wir nehmen mal die Schrotflinte. Und ich bin gespannt, wie viele wir jetzt noch übrig haben. Wahrscheinlich nur noch 2. Okay. Boah, der hat Glück gehabt. Der hat einfach nur Glück gehabt. Okay. Bam, den haben wir. Haben wir sie? Ich glaube, wir haben die alle. Wir nehmen natürlich jetzt den Colt von dem. Und nachladen. Wo ist der letzte? Ui, ui. Da ist er. Wir nehmen wieder die Schrotflinte und jetzt. Pam. Pam. Haben die noch Munition? Die haben natürlich nicht viel Munition mehr. Ui! Wer schießt da? Oh, da oben steht einer drauf. Okay. Wenn das jetzt nicht so rumbuggen würde, könnte man das schaffen. Ei, 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 ei. Oh, erstmal in Sicherheit. Ach. Schade, dass sich der gute Protagonist hier nicht erholt. Oh, das war die Schrotflinte. Ja, die hat natürlich etwas mehr Munition. Ich hoffe jetzt mal, 6 müsste die haben. Oder 8. Okay. Ah, jetzt kommt die Stelle, wo wir rüber müssen. Da erinnere ich mich noch dran. Ich dachte, wusste aber jetzt nicht, dass es in Verbindung mit der Hotelmission kommt. Weil jetzt bauen wir uns eine Brücke rüber. Ja, dumm ist unser Protagonist auf jeden Fall nicht, aber ungefährlich ist das natürlich auch nicht. Ich mache... Boah. Ja, das ist natürlich... an der Stelle muss ich ja echt sagen, da haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen. Das ist einfach abwechslungsreich. Das muss man einfach so sagen. Man hat nie dasselbe. So, und da ist die Leiter runtergefallen. Der Priester. Ich werde einfach mal meine Waffe wegstecken. Und hoffe, dass uns hier jetzt nichts passiert. Bezüglich Polizei. Ah, hier ist Leben, endlich. Ah, wir haben wieder volles Leben. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Ich bin gespannt. Und wurde unerwartet von uns genommen. Der Herr empfängt seine Herde mit offenen Armen. Und solche wie Billy werden selig ins Himmelreich aufgenommen. Billy war ein guter Sohn, Bruder und Freund. So werden wir alle seiner gedenken. Und für seine Erlösung beten. Für ihn, der Gutes getan hat. Und jetzt möchte Billys Freund, der ihm in den letzten Momenten seines kurzen Lebens beigestanden hat, ein paar Worte sagen. Komm, mein Sohn. Vielen Dank, Vater. Sie wissen, dass ich Billy heute die letzte Ehre erweisen möchte und ihm sagen will, dass er für mich wie ein Bruder war. Und dass sein Tod ein großer Verlust war. Was soll... Ich war bei seinem Tode anwesend und... Wie? Das ist der Mann! Oh, das war, glaube ich... Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Mach den fertig! Na super. Na super. Auf den Boden, Vater. Na super. Na super, na super, na super.
Das ist natürlich jetzt... Hast du gehört? So. So, das ist natürlich jetzt richtig unpassend, dass hier zufällig die Beerdigung von dem Typen... Ich war mir nämlich jetzt gar nicht sicher,